Hallihallo, hier ist wieder euer Master Steffen zur nächsten Folge Let's Play Star Wars The Old Republic auf der hellen Seite der Macht. Ich wünsche euch viel Spaß und wir machen mit der letzten Mission weiter, die letzten Verteidiger. So. Jetzt müssen wir über diesen Weg. Und da sehe ich auch schon ein paar titianische Sucher. Die mache ich fertig. Ich habe die Chance. So, erledigt. Sagt er, die haben keine Chance. So. Ach, ist ein Bonusquest wieder. Alles klar. So, machen wir sie mit. Keine Schaden, gib ja Bonus-EP. So. Beb. 6 von 15. Weiter geht's mit den Zweien hier. Hallo. Ach, der ist sogar noch Dritter. Hat sich versteckt. Au, au, au. Die Scheiße. Gib mir die medizinische Drohne. Ja, machbar. So. Leben ist wieder voll. Weiter geht der Spaß. Das kommt davon, wenn man nicht auf sein Leben achtet. Hirn ist mal tot. Was? Warum die dunkle Seite? Ernst? Alter! Du machst mich wieder fast platt. Alter Schwede. Die machen mich ja fast platt. Alter Schwede, du. Oh, hat er alles gepult. Okay. Dann nehme ich die hier. Oh, scheiße, jetzt sind Vierer. So. Bäb. So. Noch zwei, da hab ich. Hallo. Und Bäb, weg ist er. Schieb die EP sammeln. Die Credits, wunderbar. Und da geht's zur Hauptquest. Da schauen wir mal, was es hier gibt. Fleischräuber. Ich meditiere mal schnell noch eine Runde. Jetzt bin ich gleich wieder tot. Da habe ich keinen Bock drauf. Naja, gut, die haben ja eh nicht viel drauf. Auch noch ein Bo. Ach, das ist das. Aha. Alles klar. Dann erledigen wir erstmal die Mission.
Ist auch kein Problem. Die denkt auch, die sind die coolsten hier, wa? Das sind Luschen. Also okay, alles klar. Hallo, nächster Fleischräuber. Was geht ab? Bäb, ho, weggeschleudert. Hab keine Chance gegen mich. Ich bin ja der Master. Der Master Steffen. Ich bin ein Level über euch. Bäb. Jawohl, Level up. Keine Sache. Level 8. Geht doch langsam voran. Geradeaus muss ich durch. Da muss irgendwo ein Jedi-Schrein sein. Jedi. Ach, der Typ. Verlass sofort diesen Ort. Du kannst sprechen. Hol dir, was du verdienst. Du kannst sprechen. Hast du mich eben Jedi genannt? Hey. Wuhu! Alter, was macht der denn? Jedi töten! What? Saut hat Macht! Erst den. Bep. Meister Belakiwi. Wieder muss ich reden? Na gut, dann los. Meister Orges hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Ich versuche es immer. Hilft ihr etwa anders? Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Ich bin nicht in der Hoffnung hergekommen, irgendwen töten zu können. Das meinte ich doch auch gar nicht. Mein Mundwerk geht manchmal mit mir durch. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orges hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Auf Befehl eines anderen. Aber warum? Sie haben keine Chance. Was haben die Fleischräuber nur gegen uns? Aus ihrer Perspektive betrachtet, dringen wir in ihre Heimat ein. Aber es steckt mehr dahinter als ein einfacher Streit um Land. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Khaled im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Ein guter Plan, Meisterin. Gib ich's. Mach ich mal. Vielleicht haben wir Glück und finden ihren Anführer. Möge die Macht mit euch sein, Padawan. Und mit euch, Meisterinnen. Gut. Muss ich wieder zurück, wa? Aber das machen wir erst in der nächsten Mission. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mir zuzusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Star Wars The Old Republic auf der Hellseite der Macht mit eurem Master Steffen. Möge die Macht mit euch sein. Ciao mit V und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Ciao!